herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Markus. Guten Abend. Guten Tag. Guten Morgen. Ja, wir sind gestorben beim letzten Mal. Ein bisschen. Ja, wahrscheinlich hätten wir schnell was anderes tun müssen. Also nichts machen. Ja. So. Auf geht's. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Tür zumachen. So. Das ist ja schon mal gut. Er versteht das doch. Wir sterben schon mal nicht. Zumindest nicht sofort. Nicht ewig zu halten. Okay. Oh, Metallstand. Das hilft immer. So. Sehr gut. Die Eisenstange versperrt kurzzeitig die Tür. Kurzzeitig. Okay. Und dann nach hinten. Und dann wahrscheinlich irgendwie wieder mit dem Hebel. Oder ist die offen? Verdammt! Komm schon! Irgendwie ging die verdammte Tür doch auf! Ja, da müssen wir wahrscheinlich hier wieder die Hebel benutzen. Voll hektisch. Ja, das ist voll hektisch. Es tut sich nichts. Aber die Tür muss doch mit diesen Hebeln zu öffnen sein. Ah, wir haben ja Zeit, ne? Ich probier's weiter. Ja. Mal runter. Dann nehmen wir nochmal den hier. Gut. Okay, jetzt ist die Tür offen. Raus hier! Okay. Ja, also der erste muss oben sein, die anderen unten. Alles klar. Für das nächste Mal. Das nächste Mal, falls wir jetzt doch sterben. Genau, dann machen wir hier die Tür zu. Klack. Wir müssen sie aufbrechen. Nee, nee, lass mal. Benutzt die Hebel. Benutzt die Hebel. Eisenstange. Eine Eisenstange. Stimmt. Vielleicht kann ich mir damit die Kerle vom Leib halten. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Damit kann man die Tür wieder sperren. Was ist schon noch? Die eine Hälfte des Schlauchs. Keine Ahnung, wer sie zurückgeräumt hat. Mysteriös. Nimm mal mit. Mal eben. Alles. Kann man mit der Stange nicht? Achso, hätte ich gedacht. Kann man nicht, aber man kann sie mit dem Schlauch verbinden. Und dann hat man Ordnung. Falsch. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Oder wir brauchen das, um hier oben wieder aus dem Rohr zu krabbeln. Das kann natürlich sein. Ich wollte das alles überfluten und hochschwimmen. So. Vielleicht funktioniert's. Ja, das wäre natürlich bestimmt auch gegangen, aber... Ja! Ja! Die Stange hat sich oben quer über den Ausgang gelegt. Hervorragend. Ja, hüpf. Quatsch nicht. Da ist er! Schieß! Nein. Schieß! Zu spät! Haltet ihn! Ah, Gott sei Dank. Achso, die pusten nur. Ja, die haben so ein Blasröhrchen. So, jetzt die Blasen mal rum. Ja, genau. Darum geht's um die Ohren. Ja, oh nein. Ah, oh cool. Und jetzt den Holzblock mitnehmen? Sind wir schon durch? Ja. Also durch dieses schwere Gitter folgen sie mir bestimmt nicht. Also eigentlich immer nur nach links. Trotzdem sollte ich lieber schnell raus. Okay. Wir haben früher echt gesucht und gesucht. Hoch. Hinten links. Hoch. Nach hinten. Nee, das ist eine Sackgasse. Da war doch die Ratte vorhin. Die Ratte vorhin. Oh nein. Oh nein. Hier stinkt nein. Besonders schlimm. Hier stinkt's besonders schlimm. Aber hier stinkt's besonders schlimm. Hier stinkt's besonders schlimm. Hier stinkt's besonders schlimm. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Hier stinkt's besonders schlimm. Hier stinkt besonders schlimm. Hier stinkt besonders schlimm. Boah, das stinkt. Ja, das stinkt. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich hoffe, alle Zuschauer haben sich jetzt notiert. Genau. Das machst. Ja, da war, glaube ich, da war nicht offen. Ah, zum Eingang. Ja, zum Eingang ist, glaube ich, gut. Huch. Oh. Oh. Hi. Hi, Mary. Hallo. Mary, hello. Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Oh. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie. Na gut. Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Ha, sicher nicht. Also schön, hier bin ich. Genau. Was wird gespielt? Da waren wir verabredet, schließlich. Im Leuchtturm. Angelina, wo versteckst du dich? Angelina! Angelina? Wo ist Gras? Komm endlich raus und zeig dich! Ja, eben schon. Darren ist riesig. Oder der Turm ich würde doch alles für dich tun! Ja, so viel Wasser warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt?
Oh nein! Was? Angelina! Nein! Ja, aber wie lange soll sie denn tot da sein, John? Ja, ich weiß ja nicht, was sie mit dir gemacht haben. Mumifizierungsrituale. Ja, bestimmt. Ja, das ist nicht schön. Ja, nee. Sie ist fast Knochen im Silikon. Angelina! Oh! Oh! Neues Kapitel. Kapitel 5. Nee. 5. Träume. Oh, das heißt, ich muss arbeiten. Los. Ah ja, genau. Richtig, nimm schon mal deine Liste, damit wir nichts verpassen. Sonst fangen wir einfach wieder an. Kapitel 5 ist das jetzt, ne? Ja. Kapitel 5. Ja. So wie 5. 5. 5. Autsch. Kultur. Mit V am Ende auch. Kultur. Zirp. Ja, normalerweise, wenn wir da wirklich geschlafen hätten, wären wir gestorben. Ja, schon. Als Mensch, glaube ich. Ja. So eine Lungenentzündung und was weiß ich. Wie? Wer macht denn da Fotos? Ah! Wo bin ich? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, glaube ich auch. Knips, Knips. Was ist das? Wie ist das denn? Eingang. Okay, ist okay, das. Okay, okay, okay. Derselbe Typ wieder. Der Reginald Boris. Oh. Und dann nochmal. Wir sind echt kaputt. Ja, schon. So leicht. Aha. So. Was war das denn? Habe ich einen Geist gesehen? Wahrscheinlich. Da steht Fuller. Was hat Fullers Grab hier zu suchen? Hm. Ah! Du Waschlappen! Dich werde ich fertig machen! Ach, Mensch. Das wollen wir doch mal sehen! Ja, genau. Das gibt's doch gar nicht! Mom? Was? Aber du bist doch... Du bist nicht länger mein Sohn! Meine Güte. Aber ich... Moment. Oh, das ist irgendwie seltsam. Bock. Oh, ein sehr wilder Traum. Was für ein irrer Traum. Ja. Wir sind sogar woanders. Genau. Was war das? Ist das hier die Akademie? Wahrscheinlich. Hallo? Ich glaube, du musst jetzt den Kopf da. Hattest du einen Albtraum? Was? Hallo? Wer spricht denn da? Wer bist du? Ich bin Ralph. Ah, mein Ralph? Name ist Derek. Ralph auf den ersten. Ja. Wo bin ich? Ist das hier die alte Akademie? Ja. Mhm. Mr. Bubby. Ah. Mr. Bubby und ich wohnen hier. Verstehe. Aha, wenn wir uns mal hier mit Ralph... Was tut ihr beide hier?
Du? Das ist das erste Mal, dass man ein Foto von Ralph sieht. Wir wohnen hier. Ja. Das sagtest du aber. Aber habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr wohnen könnt? Nein. Das böse Haus, wo wir früher gewohnt haben, gibt es nicht mehr. Und da wollen wir auch nicht mehr hin. Kann es sein, dass du früher im Sanatorium von Sir Robert gelebt hast? Mhm. Und Mr. Bubby auch. Er beschützt mich und sagt mir, was ich tun soll. Das ist immer gut. Das ist gut, mein Freund zu. Die Puppe sagt das mir, was sagt ich tun soll. Mr. Bubby auch immer. Sagt, was du tun oh Mann. Habt ihr das große Feuer am Leuchtturm gesehen? Ja, ich mag Feuer. Oh dieses hättest du nicht gemocht. Angelina war hier. Sie ist gekommen und dann war dann weg. Und dann wieder da. Und dann war da jemand mit einer weißen Maske. Und dann war da das Feuer. Du kennst Angelina? Ja, sie war schon oft hier. Da war also Angelina und ein Mann mit Maske und dann hat es gebrannt? Ja, erst haben wir uns versteckt, weil es gedonnert hat und der böse Mann uns nicht sehen sollte. Aber dann hat das Feuer so schön geschienen. Da haben wir geguckt. Ich mag Feuer. Ja, und dann? Irgendwann war das Feuer aus. Der Regen hat es ausgemacht. Dann kamst du. Du hast laut gerufen, aber ich weiß nicht was. Dann bist du hingefallen und hast dich nicht mehr bewegt. Mr. Bubby hat gesagt, ich soll dich ins Trockene holen. Okay. Sag verstehe. Mr. Bubby vielen Dank. Das war eine gute Idee. Gern geschehen, sagt oh Mr. Bubby. Wir bekommen hier nicht oft Besuch. Was passierte dann? Dann kamen die Polizisten. Die mögen wir nicht. Sie wollen uns hier wegbringen. Dann kam noch ein schönes schwarzes Auto. Es sah ganz anders aus als die Autos der Polizei oder die Autos, die wir manchmal im Dorf beobachten. Es sah alt aus, aber ganz schön und glänzend. Aber es war nicht lange da. Hast du gesehen, wer da drin saß? Nein. Ist es nicht gefährlich hier? Das Gemäuer sieht stark einsturzgefährdet aus. Manchmal fallen Steine hinunter, wenn es gewittert und donnert. Oh Mann. Oder wenn der Wind doll bläst. Krass. Aber dann verstecken wir uns sowieso immer. Mr. Bubby hat Angst vor Gewitter. Genau. Gibt es gute Verstecke hier? Vielleicht irgendwelche versteckten Räume oder Gänge? Wir verstecken uns immer hier in unserem Haus. Hier kann uns nichts passieren. Okay. Verstehe. Klar. Okay. Das ist das Unsicherste im ganzen Bild da. Schon. Du sagtest, Angelina sei häufiger hier gewesen. Ja? Wann war sie zum ersten Mal hier? Ich weiß nicht. Ungefähr. Was meinst du? Vor 100 Jahren? Und was hat sie hier getan? Sie hat sich alles ganz genau angeguckt. Und dann hat sie unser Haus gefunden. Sie hat gesagt, sie sucht etwas. Eine Tür, die unter die Erde führt. Als sie gestern hier war und kurze Zeit verschwunden ist, wo war das? Ich weiß nicht. Mr. Bubby wollte sich schön machen für sie. Und hat nicht hingeguckt. Ach so. Mhm. Wer hat nicht hingeguckt? Mr. Bubby. Hat nicht so Angelina hingeguckt. Mr. Bubby genau. Wollte sich für Angelina schön machen? Mhm. Ich glaube, Mr. Bubby war ein klein bisschen in sie verliebt. Mr. Bubby, so. Aber das ist eine Puppe, die er in der rechten Hand hat, oder? Ne, wirklich, das ist jetzt eine wichtige Frage. Eine wissenschaftliche. Ist das jetzt, Mr. Bubby, eine Puppe, die er in der rechten Hand hat? Das weiß ich wirklich nicht. Ich hab da aber... Der Darren denkt auch drüber nach. Der Darren denkt lange drüber nach, ja. Aber er hat sich nie getraut, es ihr zu sagen. Ja, hat lange gebraucht, ja. Also das heißt, die rechte Hand, die Puppe, zu spät. Hat lange gebraucht. Genau, um sich zu entscheiden, vielleicht ob sagt er es ihr nächstes Mal, wenn sie uns besucht.
Meinst du, sie kommt uns bald wieder besuchen? Das weiß ich nicht, Ralph. Vielleicht. Vielleicht. Aber wir haben doch noch eine Frage. Kennst du das Schloss Black Mirror? Ich war noch nie da. Ich glaube, da wohnen böse Menschen. Sir Robert hat da gewohnt. Und der war böse. Ja, das war er. Ja. Unser Freund Samuel kannte das Schloss. Samuel Gordon? Er hat mir und Mr. Bubby mal geholfen. Genau. Ich mochte ihn, aber dann, als sie das böse Haus von Sir Robert geschlossen haben, haben sie gesagt, Samuel wäre auch ein böser Mensch gewesen. Ich glaube das nicht. Manchmal tut man Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wie zum Beispiel Leute. Aber man meint es nicht böse. Ja, nee, nee, manchmal. Böse Stimmen bringen einen dazu. Sagt Mr. Bobby. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Tschüss. So. So. Nein! Ja, ja. Genau. Ich wollte doch nur gucken, was ich fotografieren soll. Nein, nein. Na gut. Okay. Vielleicht tun verbranntes Gras. Okay, aber wir gucken uns hier erstmal um noch ein bisschen. In der Akademie. Hier gibt es noch ein Steinsockel. Ein sehr schönes Motiv. Ah, okay. Ein unheimlicher Steinkopf. Er zeigt so etwas wie einen Troll. Ach, ja, alltägliche Motive. Treppe? Dort oben endet die Treppe im Nichts. Sie ist irgendwann eingestürzt. Mhm. Busch. Mhm. Nee, jetzt heißt es Trump. Ich glaube, das ist ein Holunderbusch. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Die Äste sind sehr lang und gerade. Das ist typisch für die. So. Es ist ziemlich schwierig, solche Äste abzubrechen, wenn der Strauch in vollem Saft steht. Ah, ja. Sie haben eine dicke, flexible Rinde und einen fasrigen Innenteil. Die brechen nicht so einfach durch. Darüber auslässt. Boah, das kennt sich aber voll aus mit irgendwelchen ne? Sachen. Normalerweise in der Regel irgendwie ein bisschen mal. Empor. Früher muss das hier eine große Halle gewesen sein. Vielleicht mit einem Rundgang. Das sind die Überreste des ersten Stockwerks. Dieser Verschlag sieht alles andere als wohnlich aus. Andererseits wird es Ralph hier besser gehen als im Sanatorium. Ja. Man mag sich nicht ausmalen, was dieser verrückte Robert mit den Insassen angestellt hat. Tja. Nicht gerade das, was man ein behagliches Zuhause nennen würde. Die Wellblechplatten schützen vor Regen. Aber es muss lausig kalt darin sein, vor allem im Winter. Der arme Kerl. Deswegen mag er Feuer so gern. So, hier kann man weitergehen. Ah, Steinsockel. Ja, das muss das sein. Der Rabe kam aus einer Felsspalte geflogen. Dahinter könnte sich ein Hohlraum befinden. Könnte sein, ja. Der Rabe. Ah! Kra, kra. Ah, ja, okay. Kamera? Ach nein, doch nicht. Eingang Katakomben. Ist das nicht der Eingang Katakomben? Ja, vielleicht, wenn wir das irgendwann aufbekommen sollten. Dann klickt das lieber noch nicht an. Eine massive Steinplatte. Es sieht aus, als könnte sich dahinter ein Raum befinden. Aber wie kann ich diese Platte bewegen? Sie wird Tonnen wiegen. Tonnen. Ja, aber ich konnte doch nicht mit der Kamera. Okay. Ein schwerer Steinsockel. Hab ich ja probiert. Hm. Da sind vier Vertiefungen. Dazwischen sind noch weiße und schwarze Farbreste zu erkennen, wie bei einem Schachbrett. Siehst du? Das geht gar nicht. Doch. Wenn das hier so eine Art Schachbrett sein soll, dann fehlen eindeutig die Figuren. Mhm. Na gut. Dann müssen wir die wohl suchen. Mhm. Dann gehen wir mal raus. Und können dann wir sehen, wo wir sind. Ah, okay. Genau, da waren wir schon gestern Abend. So, und hier ist verbranntes Gras. Das wird fotografiert. Hä? Ja, steht da. Leuchtturm, das verbrannte Gras fotografieren. Ah. Ja. Da muss man auch noch drauf kommen. Genau, knips, knips. So, wunderschönes Foto. Bing! Ich sehe sie immer noch.
verkohlte Körper so unnatürlich gekrümmt. Schrecklich. Dieses Bild werde ich mein Leben lang nicht vergessen können. Vor allem Bildzeit und so, ne? Das ja. Feuer hat sich nicht stark ausgebreitet. Das ist richtig schäbig. Das Gras war schon feucht, bevor es geregnet hat. Diese Schweine haben sie mit Benzin übergossen und angezündet. Ich hoffe, da war deswegen sie schon. Sah die so komisch aus. Ich hoffe, sie hat davon nichts mehr mitbekommen. Wenn ich diese Kerle in die Finger bekomme, werde ich Angelina rächen. Genau. Und ich werde mich rächen. Sie haben mir die einzige Person genommen, die mir noch etwas bedeutet hat. Genau. Wind und Regen werden die Asche fortspülen. Das Gras wird wachsen und in einem Monat wird es hier so aussehen, als sei nie etwas geschehen. Aber niemand wird Angelina vergessen. Dafür werde ich sorgen. Jawohl. So, oh, ein Bär. Ja. Schon krass. Oh. Eine kleine verschmierte Notiz. Da steht, der König ging nach Norden, der Bauer gen Süden, die Dame, der Rest ist kaum lesbar, und das Pferd nach Sten. 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 Aus Osten oder Westen? Westen. Sten. Sten. Oh, ein Spalt. Erstmal alles einsammeln, was geht. Was steckt denn da zwischen den Steinen? Eine Schachfigur. Oh, wie praktisch. Der König. Ich frage mich, wer die Figur da platziert hat. Sie kann noch nicht lange zwischen den Steinen gesteckt haben. Die Figur ist überhaupt nicht vom Wetter angegriffen und sieht aus wie neu. Messer? Auch gut. Da steckt ein Messer im Holzbalken. Es sieht aus, als hätte jemand am Balken herumgeschnitzt. Mit wenig Talent, aber viel Geduld. Das war ein großes Messer. Ja. Okay. Schon mal ganz oben links an diese. Ah ja, ein Spiel. Mhm. Schön. Wunderschön. Die sehen aus, als hingen sie dort schon seit Jahrzehnten. Sie klingen unheimlich. Mhm. Kann man in den Turm rein oder ist es angestürzt? Also. Nee, kann man nicht. Man kann zurück zur Akademie und bestimmt einen Zweig vom Busch abschnitzen. Den Busch. Dann rasieren wir uns den Busch weg. Ich schneide ein Stück aus einem Ast heraus. Okay. Das ist traurig. Und ja, wir könnten uns nochmal mit Ralph unterhalten. Aber bevor wir das machen. Speichern wir uns in der nächsten Folge.